ihr wieder mit dabei seid beim neuen Video. Heute gibt es nach längerer Zeit mal wieder ein How-To von mir. Und da habe ich so ein bisschen rum überlegt, was könnte man denn mal machen. Ich habe ja schon ein bisschen was ausgeschöpft. Aber dann habe ich so in meine Make-up-Ecke geguckt und da fiel mir dieses gute Stück auf. Der Beauty Blender, von dem ich so einige besitze. Und deswegen dachte ich mir, gibt es heute mal ein How-To zum Thema Beauty Blender. Wie benutzt man so ein Ding überhaupt? Da gibt es ja immer wieder so ein paar Fragen und auch ich hatte, als ich das Produkt gekauft habe, ein paar Fragen und habe mich auch ein bisschen rumprobiert. Die einen sagen, man soll es feucht auftragen, die anderen sagen, es funktioniert auch trocken. Also da sind dann ja doch so ein paar Fragen, trocken und auftragen, feucht auftragen. Mit welchen Produkten kann man den überhaupt verwenden? Nur mit Foundation oder auch mit anderen Produkten? Wie trägt man dann das Produkt mit dem Beauty Blender auf die Haut auf? Wie oft sollte man ihn waschen? Und so weiter und so fort. Darüber möchte ich heute ein bisschen mit euch reden. Thema Beauty Blender, wie benutze ich ihn, mit was? Und so weiter und so fort. Ja, wie ihr sehen könnt, ich benutze diesen hier. Das ist der von Evelyn. Ich meine zumindest, es müsste der von Evelyn sein. Oder von Rossmann. Die tun sich aber da nichts. Es ist nicht der Original Beauty Blender. Den habe ich auch nicht. Und ich meine auch, dass er nicht nötig ist. Ich finde den hier vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich, wirklich richtig gut und top. Der Original Beauty Blender kostet 20 Euro und diese hier 2,50 Euro. Und ich finde, das ist unschlagbar. Er ist auch mehrmals verwendbar, also auch die günstige Variante kann man mehrmals verwenden. Also die nehmen sich wirklich, meine ich, und ich habe auch schon ein paar Reviews und Vergleiche gesehen, die tun sich wirklich nichts. Ob man jetzt den für 20 Euro nimmt oder den für 2,50 Euro, sie machen das Gleiche. Also wenn man ihn frisch kauft oder jetzt auch seit ein paar Tagen nicht benutzt hat, dann ist der, wie ihr sehen könnt, doch, ich hoffe, ihr könnt es sehen, ich habe jetzt einen sehr unruhigen Hintergrund, aber wenn ich so Beauty-Dinger mache, sitze ich halt immer hier, also verzeiht es bitte. Ja, also ich hoffe, ihr könnt sehen, dass der relativ fest ist. Ja, und wenn der so fest ist, dann wird es auch wirklich relativ schwer, das Make-up gut aufzutragen und zu verblenden und einzuarbeiten. Und auch wenn ihr das jetzt nur punktuell befeuchten würdet, jetzt je nachdem, welche Seite ihr benutzen möchtet, ob jetzt hier oder da oder hier, wenn ihr das nur punktuell befeuchtet, auch das wird das Schwämmchen nicht schön weich und flexibel machen. Also er muss wirklich komplett befeuchtet werden. Das heißt, muss. Es funktioniert einfach wirklich besser, wenn man ihn komplett befeuchtet und kann damit das Make-up viel besser auftragen und einarbeiten. Wenn ihr das Schwämmchen dann befeuchtet habt, ist es wirklich wichtig, dass ihr es komplett ausdrückt. Wirklich alles Wasser rausdrückt, was geht, damit ihr am Ende einen fluffigen, leichten und nur noch klammen Schwamm habt. So, und jetzt zeige ich euch, wie ich mit meinen Schwämmchen mein Make-up auftrage. Ich benutze Flüssig-Make-up. Das ist jetzt das von Catrice. Ihr könnt einfach euer liebstes Make-up nehmen. Und das Make-up habe ich mir auch schon hier auf den Handrücken getan. Ja, wie gesagt, Flüssig-Foundation und jetzt kommen wir mal zum Schwämmchen und zum Auftragen. Jeder hat da so seine andere und eigene Vorliebe, wie er das Make-up aufträgt. Viele machen es mit dem dicken, runden Teil am Ende oder mit der Spitze oder auch mit der Fläche. Ich benutze meistens den hinteren dicken runden Teil und die Fläche. Ich gehe erst mit dem dickeren Stück des Schwämmchens ins Make-up rein und tupfe es grob auf. Und dann nehme ich die Fläche, einfach weil sich es damit dann ein bisschen schneller und präziser arbeiten lässt, und tupfe das Ganze schön in die Haut ein. Wenn die Spitze übrigens nach oben zeigt, dann kommt man damit auch nochmal super in schwierigere Stellen. Gerade so Augenpartie, dann kommt man ganz gut unter die Augen und in die Augeninnenwinkel. Ja, wie gesagt, Produkt aufnehmen und tupfen, nicht ziehen. Also ich bin so ein Kandidat, der auch super gerne, wenn es schnell gehen muss, die Hände nimmt. Und das gibt dann halt so, ja, unschöne Streifen, sag ich mal. Oder es kann unschöne Streifen geben. Und wenn ihr das richtig schön eintupft, tupfend einarbeiten, dann gibt es keine Streifen und es hat schon fast so ein,
ein Airbrush-Effekt. Wenn man es zum Beispiel schichtet, das kann man auch, dann ja, gibt es keine blöden Streifen und es ist ein ebenmäßiges Hauptbild. Ja, wenn das Schwämmchen schön klamm ist, dann ist das wirklich ein sehr viel leichteres Auftragen und natürlicheres. Es ergibt dann auch einen natürlicheren, ja, leichteren Look. Und wie gesagt, wenn dann das zu wenig Deckkraft ist, dann kann man auch sehr, sehr gut schichten. Ich muss allerdings sagen, weswegen ich auch tatsächlich gerne die Hände benutze, vor allen Dingen, wenn es schnell gehen muss, der Schwamm schluckt relativ viel Produkt. Also ich brauche immer mehr Make-up, wenn ich mit dem Schwämmchen arbeite, als wenn ich mit den Händen arbeite. Endergebnis ist halt mit den Händen nicht ganz so schön wie mit dem Schwämmchen. Aber ja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Wie gesagt, Nachteil bei dem Schwämmchen, finde ich, ist einfach, dass er sehr viel Produkt schluckt. So, man kann natürlich jetzt nicht nur Make-up oder Flüssig-Foundation mit dem Beauty-Blender auftragen. Wenn ich mit dem Beauty-Blender arbeite und er sowieso schon klamm ist, dann mache ich meistens gleich die ganze komplette Grundierung mit dem Schwämmchen, wie zum Beispiel dann auch Concealer. Ich habe hier jetzt diesen Concealer, beziehungsweise es ist eine Camouflage von Catrice, die Camouflage, diese hier. Das ist halt ein festes Creme-Produkt und auch das geht sehr gut mit dem Beauty-Blender aufzutragen. Dafür nehme ich dann jetzt die Spitze des Beauty-Blenders und mit der Spitze gehe ich in den Concealer hinein. Drücke den dann so ein bisschen zusammen, den Beauty-Blender, und trage das Ganze in tupfenden Bewegungen unter dem Auge auf. Und dadurch, dass ich das Ganze dann so ein bisschen zusammendrücke, dadurch, dass er jetzt feucht ist, geht er sehr auseinander. Also er ist um einiges größer als ganz am Anfang. Deswegen muss man ihn schon so ein bisschen zusammendrücken, damit er einfach schmaler wird. Und dann kommt man auch sehr gut wirklich bis in den inneren Augenwinkel. Ja, und den Concealer, den arbeitet man einfach ganz genauso ein, wie auch das Make-up, in tupfenden Bewegungen. Ja, und den Concealer kann man jetzt auch mit dem Beauty Blender noch fixieren. Dafür nehmt ihr euch dann euer Puder. Ich nehme dieses hier von Manhattan, das Soft Kompakt Puder. Und auch da gehe ich dann mit der Spitze des Beauty Blenders ins Produkt hinein und trage das Ganze über dem Concealer wieder in tupfenden Bewegungen auf. Ja, so ist der Concealer perfekt fixiert, sodass er nicht in die kleinen Fältchen, die man um die Augen hat, hineinkriecht. Ja, und das Ganze geht super mit nur einem einzigen Schwamm. Und das, was ich jetzt gemacht habe, das ist ja wirklich nur die Foundation, Concealer, sprich die Grundierung. Man kann mit dem Beauty Blender noch sehr viel mehr auftragen, wie zum Beispiel auch Bronzer. Also ich habe noch einen weiteren, der müsste von Real Techniques, glaube ich, sein. Der ist ein bisschen abgeschrägt, aber ist halt auch ein Beauty-Schwamm, Make-up-Schwamm. Mit dem trage ich zum Beispiel morgens immer noch Bronzer auf. Also wie gesagt, ganz viele Produkte kann man mit dem Beauty Blender auftragen. Wie gesagt, flüssig Make-up, cremige Texturen. Es gibt ja auch diese cremigen Bronzer, die gehen damit sehr gut. Puder, egal ob jetzt wie bei mir ein gepresstes Puder, es geht auch ein loses Puder. Der Beauty Blender ist wirklich ein Allrounder, aber ihr müsst euch bewusst sein, dass er viel Produkt schluckt. Das ist wirklich ein Negativpunkt. Deswegen, ja, wechsle ich immer zwischendurch mal ab. Mal nehme ich den Blender, mal nehme ich dann aber auch die Hände, wie gesagt, gerade wenn es schnell gehen muss und ich auch nicht so viel Produkt verwenden möchte und nicht so die Zeit habe zu schichten. Also, ne, wenn man wirklich ein ebenmäßiges Bild haben möchte, dann sollte man schon schichten, weil, wie gesagt, er schluckt viel. Ansonsten ist es natürlich wichtig, so ein Make-up-Schwamm regelmäßig zu waschen. Das muss jetzt nicht jeden Tag sein. Ich versuche meine ganzen Beauty-Blender, aber auch die Pinsel, eigentlich alles, was ich so benutze, an Pinselchen und Schwämmchen, aber da gehört der Beauty-Blender halt auch zu, einmal die Woche schon zu waschen mit einem milden Shampoo. Ich nehme meistens Baby-Shampoo, funktioniert wunderbar. Wirklich richtig auswaschen, bis keine braune Flüssigkeit mehr ausgedrückt wird. Es gibt trotzdem immer noch, also zumindest bei mir, auch wenn nur noch wirklich klares Wasser rauskommt, habe ich immer noch Rückstände, die man sieht. Aber ja, ich denke, er ist trotzdem weitestgehend rein, weil das Wasser klar ist. Also irgendwann ist das halt so eingearbeitet in den Schwamm, dass er nicht mehr richtig sauber geht.
Aber einfach, um Bakterien rauszuholen, damit er nicht ganz so vor sich hingammelt, sollte man ihn schon einmal die Woche waschen. Ja, und das war's. Das war mein How-To-Video. In diesem Monat wollte ich schon sagen, ist ja nicht so, dass ich das irgendwie gefühlt schon monatelang nicht mehr getan habe. Diesen Monat habe ich mir wieder eins rausgehauen, also How-To zum Thema Beauty-Blender. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft mir, abgesehen natürlich von neuen How-To-Vorschlägen, da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr mir die in die Kommentare schreibt, dürft ihr mir auch noch in die Kommentare schreiben, mit was ihr am liebsten euer Make-up auftragt. Auch mit einem Make-up-Schwämmchen oder mit einem Pinsel oder mit den Händen, wie auch ich es gerne mache. Schreibt mir das mal in die Kommentare, dann dürft ihr das Video gerne bewerten, indem ihr ihm einen Daumen gebt, nach oben oder nach unten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss!